Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schlagschattenbox von Annenmay Kantereit. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schlagschatten am 7. Dezember 2018 erschienen. Es ist das dritte Album der Band Annenmay Kantereit. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, hier unten haben wir eine Schweißnaht, die bietet sich immer gut an, das Ganze zu öffnen. Jawohl. So, dann machen wir die Folie mal ab. Gut, wir hatten hier einen kleinen Aufkleber drauf, den zeige ich euch noch kurz. Und zwar haben wir hier einen Barcode und dann lesen wir hier noch Schlagschatten Limited Fanbox inklusive CD und 2 LP New Item. Alles klar, also das ist so vom Versand, von der Logistik für uns jetzt nicht weiter relevant. Was allerdings relevant ist, ist dieser Zettel hier. Wir haben hier so einen Infozettel, der ist hier aufgeklebt gewesen, hier mit so einem Klebetropfen. Und zwar lesen wir hier, Annenmay Kantereit, limitierte Holzkiste inklusive CD, Album, Doppel-LP, in Klammer 180 Gramm Vinyle, Begemmenspiel, Postkarte und Poster. Und darunter haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Gut, ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Wir packen diesen Zettel mal zur Seite und schauen uns die Box an. Diese kommt in so einem mittel- bzw. dunkelbraun. Dann haben wir hier so eine Schwalbe, einen Vogel und dann lesen wir hier Schlagschatten. Ansonsten hier alles schlicht in dieser Holzoptik, in dieser Holzmaserung gehalten. Von unten sieht das Ganze dann so aus. Da haben wir so ein Astloch und ansonsten alles in dieser Holzoptik. Vom Design her schlicht in diesem Braun, aber so von der Aufmachung her, vom Material auf jeden Fall eine sehr edle, eine sehr schöne Holzbox. So, dann schauen wir mal hinein. Von innen hellbraun. Dann haben wir hier einmal ein Stück Papier. Ja, das ist einfach zum Dämpfen bzw. zum Ausfüllen der Box, dass der Inhalt hier nicht so herumscheppert und durch die Gegend fliegt und vielleicht beschädigt bei euch ankommt. Darauf wurde geachtet. Sehr schön. Dann haben wir hier einmal so ein kleines foliertes Nägelchen. Dazu kommen wir noch. Dann haben wir das Album an sich, Schlagschatten, im Digipack. Eine Postkarte, eine Spielanleitung für Backgammon. Dann hier so ein kleines Täschchen, so eine kleine Tüte. Schauen wir uns dann noch an. Das dürfte dann wohl das Poster sein. Und dann haben wir hier zu unterst noch die Vinyl. Und, jawohl, jetzt sind wir am Boden der Box angelangt und jetzt macht das Backgammon-Spiel auch richtig Sinn, denn die Holzbox wurde nicht zufällig gewählt, sondern man hat hier wirklich die Holzbox meiner Meinung nach deswegen gemacht, gerade im Hinblick auf diesen Unterboden, denn damit hat man dann auch gleich einen Spielekasten, so eine Spielebox und hier kann man dann wunderschön Backgammon spielen und das Ganze dann eben auf und zumachen mit dem Deckel, also zusätzlich neben der ganzen Musik und so auch direkt als Spielekoffer verwendbar. Es gab ja schon mehrmals irgendwelche Brettspiele drin in solchen Boxen, allerdings immer nur extra, also irgendwie mit Spielplan oder Spielbrett, aber so, dass das wirklich in die Box mit integriert war, das sehe ich zum ersten Mal. Ja, Spielanleitung ist natürlich mit dabei und jetzt sehen wir auch, warum dieser Nagel dabei ist, denn man hat hier unten, beziehungsweise hier unten sage ich schon, hier oben mittig ein Loch reingemacht, das hier wirklich durchgeht. Hier sehen wir die Ausbuchtung auf der Rückseite. Bedeutet, man kann diese Box dann auch an die Wand nageln. Entweder so, dass man das Backgammon-Spiel noch sehen kann, oder die Box dann wieder zuschieben und so an die Wand hängen, wie man möchte. Ich werde meine in diesem Fall nicht an die Wand hängen, sondern so regulär in den Kasten stellen und vielleicht auch das ein oder andere Mal Backgammon darin spielen. Gut, dann schaue ich mal, ob ich das Ganze hier wieder zubekomme.
So, dann machen wir die Box mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Wir haben hier die vier Bandmitglieder, also Annen, Mai, Kantereit und den Malte Huck. Die vier Mitglieder, die hier vor einer Wand stehen, sieht irgendwie so ein bisschen nach Italienurlaub aus für mich. Oben links lesen wir den Bandnamen, rechts oben dann den Albumtitel. So sieht das dann von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 14 Tracks an der Zahl, Credits und Barcode darunter. Und wir haben hier keinerlei Features. Gut, dann schauen wir mal hinein. So sieht das von innen aus. Ja, das sieht für mich auch wirklich so nach Italien bzw. Toskana aus. Keine Ahnung, wo die Herren da waren, aber für mich auf jeden Fall die Assoziation Toskana. Auf der linken Seite, also in dieser Stecktasche, haben wir hier einmal das Booklet. Schlagschatten lesen wir hier. Und dann haben wir hier eine Widmung. Also, hier lesen wir. Wir wollten unser Album da aufnehmen, wo es warm ist und wir Ruhe haben. Deswegen sind wir in ein kleines Dorf gefahren, haben ein Wohnzimmer zu einem Studio umgebaut und unsere Lieder eingespielt. Schlagschatten ist unser zweites Album. Ich habe vorhin gesagt, drittes Album. Meiner Meinung nach, oder meines Wissens, ist es auch das dritte Album, aber ich glaube, das zweite Album in dieser Formation. Weil sich ja diverse Mitglieder dann getauscht bzw. verabschiedet haben. Schlagschatten ist unser zweites Album. Wir konnten dieses Album genauso aufnehmen und veröffentlichen, wie wir wollten. Das verdanken wir allen, die unsere Musik hören und unsere Konzerte besuchen. Okay, dann haben wir hier Eindrücke. Also es sieht echt wild aus hier, das Wohnzimmer. Dann haben wir hier die Texte zum Album. Sehr schön, gefällt mir immer gut, wenn man im Booklet die Texte abdruckt. Jawohl, also schlicht in schwarz und weiß gehalten das Ganze. Alle Texte hier mit drauf. Und zum Abschluss gibt es hier nochmal eine Außenansicht dieses Hauses. Dann hier die Credits zum Album und eine Danksagung. Was lesen wir hier noch? Gemeinsam gegen Rechts, Seenotrettung ist kein Verbrechen, kein Platz für Homophobie und Sexismus, Liebe ist Liebe. Okay, alles klar. Dann machen wir das Booklet hier wieder rein. Und dann haben wir auf der rechten Seite die CD. Diese ebenfalls in weiß und schwarz gehalten, Annen, Mai, Kantereit, Schlagschatten, also vom Design her sehr schlicht. Zusätzlich zu diesem Tonträger, zu dieser CD, haben wir dann noch die Vinyl, die Doppelvinyl, vom Design her wie auch schon das Album, die CD. So sieht das dann von der Seite aus und auf der Rückseite auch hier wieder die 14 Tracks, Credit und Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Hier haben wir natürlich auch wieder dieses Panoramabild und hier die ganzen Infos, also hier die Credits. Dann kommen wir zur ersten Vinyl. Man hat hier auch wieder die gesamten Texte abgedruckt. Hier auf diesem Vinyl-Sleeve. So sieht das aus. Und die Vinyl geht dann oben raus. Und diese dann schlicht in schwarz gehalten. 1a lesen wir hier. Dann 1b, also A- und B-Seite. Hier mit 7 Tracks, 4 auf der B-Seite und 3 auf der A-Seite. Die Vinyl schlicht in diesem klassischen Schwarz gehalten. Machen wir mal wieder rein. Und dann haben wir natürlich noch die zweite Vinyl. Ist ja manchmal unterschiedlich. Manchmal ist die zweite Vinyl mit C- und D-Seite beschriftet. Nachdem hier aber 1A und 1B gestanden ist, gehe ich mal stark davon aus, dass wir jetzt hier 2a und 2b vorfinden werden. Die Hülle auch wieder hier mit den ganzen Texten gestaltet. Und dann haben wir hier, jawohl, wie erwartet, 2a mit 4 Tracks und dann 2b mit 3 Tracks. So sieht das aus. Dann machen wir auch diese Vinyl hier wieder zurück in die Hülle. Vinyl damit erledigt.
Dann haben wir noch mit dabei eine Postkarte hier im Querformat. So sieht die aus. Also hier haben wir auch wieder die vier vor ihrem Haus. Allerdings in anderer Szenerie als beim Cover. Hey, vielen Dank, dass du dir die Box geholt hast. Neben unserem zweiten Album auf CD und LP findest du ein Backgammon-Spiel. Während der Aufnahmen in Spanien haben wir das oft, okay, in Spanien, jetzt wissen wir es, haben wir das oft gespielt. Wir hoffen, du hast damit genauso viel Freude wie wir. Außerdem gibt es natürlich ein Poster von uns auf Eseln und einen Nagel, damit du dir diese Box neben die erste an die Wand hängen kannst. Liebe Grüße. Alles klar. Okay, dann schauen wir uns gleich mal das angesprochene Poster an. Das ist sehr spannend gefalten worden. Okay, das habe ich so überhaupt noch nie gesehen. Also, man hat hier einfach mal das Poster, ja, nicht mal gehälftet, knapp gedrittelt. Und dann hier nochmal so zum Aufklappen. Sehr interessant. Das Poster hier im Hochformat, oben wieder an Maikantarei zu lesen. Dann haben wir hier die vier Herrschaften, wie sie schon gesagt haben, auf Eseln sitzend. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und rundherum so ein weißer Zierrahmen. Okay, dann machen wir das mal wieder zusammen. Das Poster einseitig bedruckt, Rückseite blankweiß und das Ganze eben im Hochformat. Dann haben wir natürlich zum Backgammon-Spiel auch noch eine Anleitung. Bedeutet, alle, die das Spiel noch nicht kennen, können sich dann hier schlau machen, wie das geht, wie man das Ganze aufbaut, wie man das Ganze spielt. Sehr schön. Also hier im Detail. Und um das Ganze zu spielen, braucht man natürlich auch die entsprechenden Spielsteine bzw. Würfel. Da schauen wir mal hinein. Kommen in so einem kleinen Papiertäschchen. Das gar nicht so einfach aufgeht. Aber jetzt. So. Jawohl, so sieht das dann aus. Also wir haben hier, ähnlich wie bei Mühle, diese schwarzen und weißen bzw. hellbraunen Steinchen. Dann haben wir hier drei Würfel, diese in Rot und Weiß. Ganz klassisch natürlich nummeriert von 1 bis 6. Ja, das ist das Equipment, das man hier zum Spielen braucht. Gut, dann machen wir das Ganze hier mal wieder zusammen. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster im Hochformat, dann die Spielsteine plus diese drei Würfel für Backgammon, dann die entsprechende Spielanleitung, die Postkarte im Querformat, der Nagel, um das Ganze an die Wand zu hängen, die Doppelvinyl, und natürlich das Album an sich im Digipack. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Schlagschatten von Annenmay Kantereit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Annenmay Kantereit unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf!